Das sollte verboten werden. Was, das Glatteis? Dass Menschen in solchen Klimazonen leben. Das Autofahren sollte verboten werden. Wird's ja auch bald. Denkst du morgen Abend an den Elternbeirat? Oh Gott, warum ich? Weil ich Spätdienst habe. Und weil Stefan auch dein Sohn ist. Was hast du denn abends? Termin beim Rechtsanwalt, ob wir nun tatsächlich prozessieren. Beim Rechtsschutz hast du das abgesichert? Ich denke, das wolltest du machen. Du, ich bin restlos ausgebucht. Total überlastet. Ach, ich auch. Es wird immer glatter. Bist du morgen Mittag mal wieder zu Hause? Ach wo, ich muss in den Club den Baudezernenten treffen. Warum? Stefan bringt seine neue Freundin mit. Diese Sabine. Du, wenn das mit unserem Anbau noch was werden soll... Hast du eigentlich bei der Bausparkasse angerufen? Ich glaube, es wird immer schlimmer. Wir kommen viel zu spät, sehr peinlich. Keine Angst, das schaffen wir schon. Harald! Keine Angst, das schaffen wir schon. Oh, schön. Das war am Strand. Ach, nee. Und da haben wir auch gesurft. Wir beide surfen ja mit Leidenschaft. Und was ist das? Unser Fischerhafen in einer Abendstimmung. Oh, genau wie in Jugoslawien. Stimmt's, Friedhelm? Mhm. Links vorne das kleine Fischrestaurant, in dem wir immer gegessen haben. Die Fischer kannten uns schon. Also Fische gab es da, Frau Mutschmann. Sowas haben Sie noch nie gesehen. Solche Burschen. Ach, und wie wurden die zubereitet? Wir haben fast jeden Tag Langusten gegessen. Ja, weil die so billig waren. In Jugoslawien ist es auch sehr preiswert. Das ist eine Apfelsinenplantage. Übrigens mit 8 verschiedenen Mayonnaisen. Also Lobster-Mayonnaise. Aber mit Gewürzen, Frau Mutschmann, davon haben Sie noch nie was gehört. Oh, schön. Zitronenplantage. Na, Herr Dr. Mutschmann? Wäre sowas nicht auch mal was für Sie? Dieser Himmel. Nein, eine Ruhe ist da in der Landschaft, ein Friede. Genau wie bei uns im Betrieb. Nicht wahr, Chef? Ja, sagen Sie doch hier nicht immer Chef zu mir. Ich heiße Riedesel. Oh, nee. Olivenplantage. Herr Dr. Mutschmann, mal bitte zum Chef. Herr Dr. Mutschmann. Eine Einsamkeit auf diesen Plantagen. Schau mal, Harald. Zu lange, Herr Dr. Mutschmann. Also, wir sind uns einig. Spätestens am Montag früh müssen sämtliche Abschlüsse definitiv unter Dach und Fach sein. Ich verlasse mich da ganz auf Sie, Herr Dr. Mutschmann. Und Sie, Herr Dr. Mutschmann? Wollen Sie auch diesmal keinen Urlaub machen? Oh doch, wir machen eine Kreuzfahrt. Feigenplantage. Herr Dr. Mutschmann, hier sind Ihre Termine für Montag. Um 8 die Gegenüberstellung in der Exportabteilung, um 9 Uhr die Abteilungsleiter, 9.30 Uhr Dringlichkeitssitzung beim Chef, 10.30 Uhr Termin beim Arbeitsgericht, 11.45 Uhr das Interview mit der Handelsgruppe. Genau, das hatten wir auch. Diese Jugoslawen machten nämlich auch so tolle Salate. Tomatenplantage. Klar, diese Mittelmeervölker, die wissen eben einfach alle, was gut ist. Nein, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Lebensart. Nein, die verstehen einfach zu leben. Das ist es. Sie verstehen es auch einfach mal faul zu sein. Das ist es. Agavenblüte. Ja, und dann dieses Wetter. Da ist natürlich alles so viel leichter. Das ganze Leben. Bevor wir diese Abstimmung wiederholen, weise ich darauf hin, dass wir diese Verbesserungen auch ohne Zustimmung der Belegschaft durchführen können. Das ist Beschiss. Ohne Abstimmung geht das nicht. Das ist gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Herr Dr. Mutschmann, wo werden Sie in diesem Jahr Urlaub machen? Für Kreuzfahrten gibt es überhaupt keine Plätze mehr. Was? Nein. Nun war ich heute endlich im Reisebüro. Alles restlos ausverkauft. Siehst du? Was soll das heißen? Wie lange ist es jetzt her, dass wir bei Riedesels eingeladen waren? Lange genug, dass auch du mal ins Reisebüro gehen konntest. Ich bin nämlich berufstätig. Aber wir haben jetzt Mai. Und das da, das ist ein Mairegen. In dieser Stadt gibt es keinen Parkplatz. Also, was soll jetzt werden mit dem Urlaub? Musst du eben irgendwas anderes buchen, aber gleich morgen. Morgen bin ich total ausgebucht. Ich auch. Ausverkauft, ausverkauft, alles ist ausverkauft. Das sagen Sie mir nun seit 14 Tagen, Frau Stoffregen. Bei jedem Land, bei jedem Vorschlag. Was ist denn nicht ausverkauft? Ist überhaupt irgendetwas noch nicht ausverkauft? Das weiß ich auch nicht, das müsste ich abrufen. Abrufen? Wo denn abrufen? Na, bei unserem Computer. Eine ganz positive Nachricht. Frau Stoffregen vom Reisebüro hat von ihrem Computer abgerufen, dass es auf der Insel Formentera noch ein Ferienhaus gäbe. Gestern krankheitshalber frei geworden. Du, ein Glücksfall. Lass mich bitte umgehend wissen, was du dazu meinst. Ende. Thank you.
Hotel ist so laut, dass ich hier noch schlechter schlafe als sonst. Also gut, ein Computer bestimmt jetzt bereits, wo wir unsere Ferien verbringen. Du, wo liegt eigentlich dieses Formentor? Und was verstehen die unter Ferienhaus? Ja, sehr negativ. Sehr. Aber keine Angst, das schaffen wir schon. Moment bitte. Herein. Du, entschuldige bitte, aber es ist sehr dringend. Das mit dem Ferienhaus klappt nun plötzlich doch nicht. Ich rufe gleich zurück. Ich krieg keine Flüge mehr. Also für diesen Zeitraum nicht. Hey, 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 was soll das? Hör mal zu, von wann bis wann genau sind deine Sommerferien? Weiß ich nicht, mach wieder an. Du weißt nicht, wann deine Schulferien sind? Jedes Jahr an, das ist doch egal, warum denn? Weil wir beide uns mit unseren Urlaubsterminen nach dir richten, damit wir gemeinsam verreisen können, darum. Ich fahr sowieso nicht mit euch. Nee, kein Bock. Wie bitte? Außer Susanne kommt auch mit. Sonst nicht. Welcome in Germany. Welcome in Germany. Welcome. Du Harald, da ist jetzt plötzlich noch ein anderes Ferienhaus frei geworden und dafür gäbe es auch noch Flüge. Aber alles genau eine Woche früher. Eine Woche früher? Unmöglich, Herr Dr. Mutschmann. Völlig ausgeschlossen. Es sei denn, Sie fragen Blütenbach, ob er seinen Urlaub mit Ihnen tauscht. Der ist ja kinderlos. Nein, Gundula. Nein, Blütenbach macht das nicht. Ich kann es auch nicht ändern. Kannst du nicht irgendwie tauschen? Ach so, naja. Müssen wir eben Autozug fahren. Ist ja auch billiger und sicher sehr viel schöner. Du, langsam freue ich mich nämlich schon so unbändig auf dieses Fort Aventura, dass ich es einschalte. Ah! Sag mal, hast du eigentlich auch an die Autofähre von Barcelona nach Ibiza gedacht? Da ist ein Telex nach Madrid unterwegs. Was hast du, ist die nicht gut? Doch, wieso? Wir müssen noch schleunigst die grüne Versicherungskarte anfordern. Bloß nicht vergessen. Eine Auslandskrankenversicherung sollten wir auch noch schnell abschließen. Strafgebühren? Säumniszuschläge. Unfallversicherung? Hat Madrid eigentlich inzwischen die Autofähre bestätigt? Aber das Ferienhaus ist jetzt endlich bestätigt. Mach die Tür zu, zieh! Ja, ja. Ich wollte euch nur sagen, vielleicht nehme ich Christiane mit nach Formentera. Ihr könnt ja schon mal so prophylaktisch einen vierten Platz bestellen, oder wie das geht. Und wenn ihr jetzt wieder Terror macht, dann könnt ihr allein fahren. Wer ist Christiane? Keine Ahnung, nie gehört. Krankenkasse. Lebensversicherung. Doppelte Haushaltsführung. Kraftfahrzeugsteuer. Fachliteratur. Autoreparatur. Mein Gott, Harald! Wir kommen ja eigentlich von den Pizza nach Formentor. Mit irgendeinem Schiff. Keine Angst, das schaffen wir schon. Übrigens, heißt das nicht Formentera? Kohlrabi? El Colinabo. Der Fingerhut? El Dedal. Ein Doppelzentner? Das Quintales. Ja. Der Kriminalfilm? La Película Policiaca. Dauerwelle? La Ondulación Permanente.
Der Hagelschauer. La Granizada. Die Pinie, der Olivenbaum, der Feigenbaum. Das ist alles, was hier wächst. Und was das? Mandelbaum, also gut. Aber sonst gar nichts. Absolut unfruchtbare Gegend. Eine Mondlandschaft. Ein Geheimtipp. Alles ausgestorben. Die jungen Leute hauen natürlich ab. Nach Deutschland. Ist doch klar. Da drüben ist aber jemand. Ach was. Ein paar hungernde Greise. Und die sind froh, wenn man ihnen für diese Geröllwüste überhaupt noch was gibt. Muss dann natürlich total erschlossen werden. Straßenbau, Kanalisation, elektrisches Licht, Supermarkt, Restaurants. Aber dann eine Goldgrube. Absolute Meerlage. Und da? Was ist denn das für ein Baum? Zitrone, sieht man doch. Birke. El Abidul. Das Farbband. La Cinta Mecanografica. Der Vorbeimarsch. El Desfile. Und was heißt, wir haben von Deutschland aus für die heutige Fähre von Barcelona nach Ibiza einen Autoplatz und eine Dreibettkabine auf den Namen Mutschmann bestellt. Liegt Ihnen diese Reservation vor? Por favor, un pasaje a Ibiza para tres personas y un coche reservado en Alemania para Mutschmann. Mutschmann! Harald, komm doch mal! Es reservado en Alemania. ¿Cómo? Ich nichts verstehen. Reservado, sí. No, no reservado. Das gibt es doch nicht. Mañana? No, morgen auch nicht. Warum denn nicht? Lass dir das nicht gefallen. Lass doch mal, Harald. Nada. Aber wir müssen heute nach Ibiza. Formentera. Ja, wir müssen dann noch weiter nach Formentera. Comprende usted? Sag ihm, ich beschwere mich. Ach. Sag ihm das. Hör auf, Harald, das nutzt er doch. Ibiza. Was hat er denn gesagt? Ich weiß nicht, was der gesprochen hat. Das war gar kein Spanisch. Was ist denn jetzt? Ach, ich soll irgendwann wiederkommen, glaube ich. Es gibt eine Riesenbeschwerde im Reisebüro. Na, warte. Also, das ist ja kein Weg mehr. Wir sind aber am Bauernhof. Quatsch, das ist normal hier. Weiter, los. Da drüben sitzt ja auch jemand. Oh. Hallo. Sie da drüben. Wo geht denn hier der Weg weiter? Gar nicht. Ach, das ist eine Sackgasse? Da sollten Sie aber ein entsprechendes Schild aufstellen. Wohnen Sie hier? Ja. Sind Sie Deutsche? Warum? Ach, ich meine, ist das Haus Ihr Eigentum? Ich meine, ist das ein Verhör? Quatsch. Was mich interessiert, haben Sie es günstig gekauft? Ich meine, sowas würde ich auch gern kaufen. Ich heiße Rüdiger. Wissen Sie hier nichts in der Nähe? Nee. Ja, oder bloß ein Grundstück. Bauen können wir selber, aber ein großes Grundstück für Bungalows. Mein Freund Rolf hier auch. Also lohnen würde sich das schon. Wissen Sie da nichts? Nein. Vielleicht in der Nachbarschaft, wie wär's? Wollen Sie sich nicht mal ein bisschen rumhören? Natürlich nicht umsonst, wir werden uns da schon einig. Spanisch können Sie doch, oder? Ja. Also, wann sollen wir mal wieder reinschauen? Was würden Sie sagen? Ich würde nicht sagen, ich sage gar nicht. Hoppla, warum denn nicht? Weil ich nichts mit euch zu tun haben möchte. Merkt ihr das eigentlich nicht? Doch. Aber das alles hier sieht nicht so aus, als ob du kein Geld brauchst. Aber keins von euch. Na langsam, Mädchen, ja? Von Leuten wie euch brauche ich überhaupt nichts. Darum lebe ich nämlich hier und nicht in Deutschland. Ach, eine Nestbeschmutzerin, interessant. Hier leben also nur bessere Leute als wir, hm? Hier leben nur Leute, die in dieser Gegend keine Bungalows haben wollen. Und kein elektrisches Licht und keine Straßen. Nein, auch keine Touristen. Guck mal da drüben, da hat ein deutscher Tankstellenbesitzer angefangen, eine Feriensiedlung zu bauen. Und jetzt gibt es hier sowas wie eine Bürgerinitiative. Weil alle, die hier leben, total gegen so eine Siedlung sind. Ah, das ist ja ganz was Neues. Ja, das ist ganz was Neues.
Weil die Einheimischen bisher nämlich ganz schön scharf auf unsere deutsche Mark waren. Ja, und manche sind das jetzt nicht mehr so. Also Jungs, hier verkauft euch niemand auch nur einen Quadratmeter, ist das klar? Sagen Sie mal, wie kommen Sie auch nicht dazu, uns einfach zu duzen? Was doch, Rolf. Ich steck doch bis oben hin voll mit Ideologien und anderen Stoffen. Komm, ich weiß da was Besseres. Dieser Tankstellenpächter, den kenne ich nämlich gut. Dem ist die Kohle ausgegangen, weil die ja dauernd einfach die Baupreise erhöhen. Der kann nicht weiter mit seiner Siedlung. Das hört man gerne. Da hat mich diese Tante Hasch direkt auf eine Idee gebracht. Aber Spaß beiseite, meine Damen und Herren. Barcelona ist mit rund 2 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Spanien, die beherrschende Wirtschaftsmetropole im Lande. Vor allem durch die chemische Industrie, durch Papier-, Glas-, Leder- und Maschinenindustrie. Auf der Börse in Barcelona werden ca. 33% aller spanischen Börsenumsätze getätigt. Internationale Bedeutung hat die Stadt vor allen Dingen durch jährlich stattfindende Mustermessen, Industrieausstellungen sowie als Verkehrsknotenpunkt. Und natürlich als besonders beliebte Touristenziel. Würden Sie vielleicht da hinten bitte das Fenster zumachen? Wir haben wieder heute ganz besonders starken Smog. Bitte, das macht 3 Leute für 2 Tage und alle Gäste zusammen, also bitte 31.470 Pesetas. Wie viel? 31.470. Ist das viel? Ja. Mein Gott, wie kommen die da bloß alle wieder raus in die Pizza? Na, rückwärts wahrscheinlich. Mach keine Witze. Was ist denn jetzt los? Warum fährt er denn nicht weiter? Na, weil er abgesoffen ist. Was ist denn das? Mein Gott, Handbremse. Harald! Handbremse! Fuera! Más adelante! Fuera, hombre! Deprisa! Vamos! Venga! Venga, venga! Aber was kann er bloß haben? Scheint die Hitze nicht zu vertragen. Wer? Komm, wir gehen an Bord, ich muss duschen. Ach, übrigens, Kabinen habe ich keine mehr bekommen. Was? Wo sollen wir denn schlafen? Mein Gott, an Deck? Auf Liegestühlen, was weiß ich. So lange dauert es ja auch gar nicht, bis sie mitfahren. Nee, bloß 10 Stunden. Formentera. No, Ibiza. No, Formentera. Mañana. Ich glaube, er fährt erst morgen. Nee, nee. Er fährt in einer halben Stunde. Aber er hat Mañana gesagt, das heißt morgen. Claro. Morgen nimmt er sie mit. Vielleicht. Moment mal. Du, wenn er gleich fährt? Wir haben nämlich die ganze Nacht nicht geschlafen. 3 Wagen pro Überfahrt, wir gehen da nicht drauf. Und wenn Sie jetzt nicht bald reservieren gehen, dann kommen Sie morgen wieder nicht mit. Um Gottes Willen. Ich heiße Mufti. Und du? Stefan. Okay, weil... Vielleicht sieht man sich ja nochmal. In Formentera? Abends meistens in der Fonda oder in der Bar Espeche. Brauchst bloß nach Mufti fragen, die wissen da alle total Bescheid. Hast du was mitgebracht? Was denn? Mann, tu doch nicht so. Dein Mercedes riecht doch direkt danach. Na, alles klar? Uns ja. Hoffentlich auch diesen Kapitän. Keine Angst. Ich sage ihm gleich noch Bescheid, dass wir befreundet sind. Oh, vielen Dank. Mein Mann ist nämlich sehr ferienreif. Dummes Zeug. Ach, wissen Sie hier vielleicht ein gutes Hotel? Claro. Aber im Moment ist alles voll. Hauptsaison.
Am besten, Sie steigen in ein Taxi und klappern die ganze Insel ab. Also, Stefan weiß Bescheid, ne? Astra otra vez. Wie bitte? Meinetwegen. 60 für Rolf, 40 für mich. Kriegen Sie erstmal zwei Schecks. Okay. Mit dem Datum von morgen. Okay. Der Rest wird überwiesen. Okay. Übermorgen gehen wir zusammen zum Notar wegen der Grundbucheintragung. Tja, ich glaube, dann trinken wir erstmal einen. Chico, vier Tequila. No, no tequila para mí. Una Fanta, por favor. Kannst du auch haben. Drei Tequila, eine Fanta für unseren Beton- und Mörtel-Franco. Also, amigo, morgen früh antreten zum Weiterbauen. Verstanden? Fuera, 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 otro. Zurück! Erstmal zurück! Warum denn? Fuera, otro, fuera, otro. Mal. Das ist eine Unverschämtheit. Er weiß ganz genau, dass ich heute als Erster hier war. Aber das da ist ein Spanier, klar, wahrscheinlich ein Freund oder ein Verwandter. Wir dürfen hier bloß unsere D-Mark abliefern. Pass auf, Harald! Fahr schon mal näher ran, sonst drängelt sich noch einer vor! Fuera, 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 otro, 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 fuera! Was soll das? Frag ihn, warum er das macht. Bitte, Gunnar, frag ihn sofort, warum ich schon wieder zurücksitzen soll. Aber sag ihm, ich bin jetzt als Nächster dran. Nicht aufregen. Es gehen ja bloß drei Autos drauf. Eben. Aber das ist ja ein Deutscher. Also geht es gegen mich. Eine persönliche Schikane. Also dafür habe ich nun keinen Humor mehr. Und keine Nerven. Dafür bin ich einfach zu übernächtig nach dieser Nacht. Vielleicht müssen ja erstmal die Kleineren drauf. So ist es. Genau. Zuerst die lieben Kleinen und der Mercedes natürlich als Letzter. Na, warte. Keinen Pfennig Trinkgeld, Gundula. Sag ihnen, wir sind von einer deutschen Zeitung. Wir werden über sie schreiben. Frag sie, wie sie heißen. Frag sie, wie der Kapitän heißt, wie die Reederei heißt. Venga, vale, 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 vale. Sei ganz ruhig, fahr ganz ruhig und konzentrier dich bitte. Nicht aufregen, ganz ruhig. Sei doch mal ruhig, verdammt! Stefan! Hallo! Hallo, ich kann nicht aussteigen! Hallo! Hilfe! Gundula! Willkommen in Formentera. Na, wie war die Überfahrt? Die haben mich eingesperrt im Wagen. Ja, bei so einem großen Wagen geht das nicht anders. Und einen Seegang hatten wir. Na, ich danke. Ja, und wo soll die Reise jetzt hingehen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Oh, vielen Dank. Wir sind nämlich drei Tage zu spät, wissen Sie?
Mich jetzt holt uns niemand ab und wir kennen uns hier überhaupt nicht aus. Genau deshalb bin ich ja hier. Wo wollen Sie denn hin? Ja, Moment mal, ich suche ja schon. Ach, hier. Nein. Doch. Sie können das sicher besser lesen. Können Sie Spanisch? Casa Luna Can Para. Schlüssel in Can Jaume bei Mercedes. Eine Filiale? Nein. So heißen ja manche Frauen. Wenn Sie mich mitnehmen, zeige ich Ihnen den Weg. Oh, das ist ja wunderbar. Harald! Bist du bald fertig? Und jetzt? Immer geradeaus. Geradeaus beim Slalom. Das ist hier normal. Gewöhnt man sich schnell dran. Ich fahre diesen Weg kein zweites Mal. Sie spielen aber gut Gitarre. Das ist ganz leicht. Bringe ich Ihnen bei. Hat der Stefan seine Gitarre mit? Ich habe ja gar keine. Ich besorg dir eine. Was ist das denn? Das sind Schafe! Halten Sie mal an, sonst drehen die durch. Machen Sie den Motor aus. Ja, und jetzt? Jetzt müssen wir warten, bis der Leithammer sich ein Herz fasst und sich an uns vorbeiquetscht. Der fasst sich aber kein Herz. Tranquilo, tranquilo. Was ist? Tranquilo heißt ruhig. Oh, guck mal, was haben die denn an den Füßen? Die humpeln ja alle. Die sind gefesselt. Damit sie nicht über die Mauern springen und alles kahl fressen. Buenas. Hola, buenas. So, weiter geht's. Das ist aber eine Tierquälerei. Tja, sonst würden hier die Menschen verhungern. Lieber Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt mal anhalten. So. Jetzt ganz langsam zurücksetzen. Warum denn ich? Nee, das mache ich nicht. Ruiniere mir hier noch den Wagen. Ach, oh, tranquilo. Rückwärtsgang einlegen. So. Jetzt langsam zurücksetzen. Ja, ja, sehr gut. Pass auf! Was denn? Na, die Mauer! Sieh ich doch, mach mich doch nicht verrückt! Tranquilo, alles klar. Jetzt einschlagen. Ja, noch etwas mehr. So. Verdammte Scheiße! Das hab ich gewusst! Ich hab doch gesagt, das geht nicht gegen Verkehr auf diesen Wegen! Wieso ist das keine Einbahnstraße? Verkehrsschilder haben die hier wohl überhaupt nicht nötig. Geht doch auch so. Etwas vorsetzen. Halt, halt, stopp! Da kommt er vorbei. Scheiße! Der zweite Kratzer! Wie komme ich jetzt raus? Gar nicht. Wo wollen Sie denn hin? Na, mir die Kratzer angucken. Und angucken gehen die auch nicht wieder weg. Wo bin ich hier nur hingeraten, Gundula? So, wir können weiterfahren. Und der Schaden? Ich meine, wer zahlt denn das? Diesen Weg fahre ich kein zweites Mal. Könnten Sie bitte einen Augenblick mit dem Geklimper aufhören? Ich muss mich nämlich konzentrieren. Auf was denn? Wir sind doch gleich da. An der großen Pinie da vorne steige ich aus. Da ist es dann auch. Ohne Sie hätten wir das nie gefunden. Nee. Eine Ruhe. Was ist das denn?
denn? Da schwimmt er! Du, Gundula? Ja? Kannst du mal kommen? Was ist? Den Durchlauferhitzer anmachen? Also technische Probleme sind im Urlaub grundsätzlich Männersache. Bloß diese Gebrauchsanweisung ist leider spanisch. Ach, wofür brauchst du hier eigentlich heißes Wasser? Ich bin seit 2 Tagen nicht rasiert. Und lass dir doch einen Bart stehen. Fände ich prima im Urlaub. Ich heiße ja nicht Mufti. Warum willst du denn plötzlich nicht mehr elektrisch? Wenn du mir Strom besorgst. Ach. Du, Gundula? Ja? Kannst du mal kommen? Was ist? Wir haben kein Wasser. Was ist los? Nichts, kein einziger Tropfen. Das glaube ich nicht. Probier mal woanders. Hab ich schon. Überall dasselbe. Auch die Klos. Du, ich glaube, ich weiß. Siehst du hier irgendwo eine Pumpe? Stand doch im Prospekt irgend sowas. Hier muss irgendwo eine Zisterne sein mit Regenwasser drin. Und das musst du immer hochpumpen oder sowas. Findest du nichts? Ah, siehst du? Ist ja lustig. Nicht schlecht drin, dich. Du brauchst nicht so schnell zu pumpen. Tranquilo. Wie lange muss man denn pumpen? Stand das dabei? Ja! Was hast du? Eine Eidechse direkt auf der Haut! Mein Gott, hab ich mich erschreckt! Ja, hier sind noch mehr! Überall! Oh, das ist ja grauenvoll! Stefan, was ist los? Du humpelst ja! Ja, ich bin auf einen Seeigel getreten. Du, Gundula! Was ist? Hast du schon eine Blutstille ausgepackt? Blutstille habe ich gar nicht eingepackt. Warum? Weil ich blute wie ein Schwein. Auf diese Weise rasiere ich mich kein zweites Mal. Nee, kein einziger deutscher Sender zu kriegen. Nachrichten gibt's hier nicht. Ist doch viel schöner so. Eine Ruhe. Abends im Bett lesen, das muss man sich hier auch abgewöhnen. Ich finde es viel romantischer ohne Strom. Dieses warme Abendbrot liegt mir wie ein Stein im Magen. Aber das macht man im Süden so. Das macht jeder. Außer mir. Ich esse mittags warm und abends kalt, im Norden wie im Süden. Aber es gab doch kein Brot mehr. Fang nicht schon wieder damit an. Morgen zum Frühstück haben wir auch keins. Frühstücken wir eben im Dorf. Sei jetzt friedlich. Bitte. Du, ich bin todmüde, entschuldige. Seit Tagen vollkommen übernächtigt. Weiß ich doch. Morgen wird ja auch richtig ausgeschlafen, nicht? Also, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Was ist denn? Riecht ihr das nicht? Hier riecht es überall tierisch nach Gas. Um Gottes Willen, ich komme. Tatsächlich, jetzt rieche ich es auch. Was kann denn das bloß sein? Einfach abstellen. Halt, das ganze Gas einfach abstellen. Aua, das kommt davon. Moment, ich mache ja schon Licht. Bist du wahnsinnig? Mach das Licht aus. Wir haben offenes Gas im Haus. Los, mach aus, bis du das alles in die Luft fliegt. Du auch nicht schlafen. Diese Mücken machen mich wahnsinnig. Nicht die Geräusche. Was für Geräusche? Sag bloß, du hörst das nicht. Wo, im Zimmer? Nein, draußen. Das ist das Meer. Es klingt wie Schritte. Ich höre nichts. Hör doch mal, hörst du? Meinst du das Schleifen? Im Moment ist es ruhig. Mach doch mal Licht. Meinst du, das Gas ist weg? Ach so. Eine Taschenlampe müsste man haben.
Jetzt ist natürlich alles totenstill. Na klar, weil er das Licht sieht. Er hört uns sicher auch. Wenn man hier schreit, meinst du, das hört jemand? Das ist der Nachteil von einer so einsamen Lage. Kann ich mal euer Klo benutzen? Warum denn? Was ist denn mit deinem? Kaputt, kein Wasser. Versuch's mal mit Pumpen. Harald, was ist das für ein Lärm? In aller Herrgottsfrühe. Das ist offenbar eine nahegelegene Baustelle, auf der morgens um 8 die Arbeit beginnt. Das geht nicht. Das ist Vertragsbruch. Wie soll man sich denn hier ausschlafen? Gar nicht. Was machst du? Was hast du vor? Brötchen holen. Ach, du bist ein Goldstück. Aber im Trainingsanzug? Good morning. Hallo. Oh. Hallo. Passen Sie auf, direkt unter Ihnen ist ein riesiger Krake. Oh. Da haben Sie ja noch mal Glück gehabt. Vielen Dank. Dass es sowas noch gibt. Eine Ruhe. Mitten im Wunderbar. Ort. Als ob Sonntag wäre. Und was ist wirklich? Mittwoch, oder? Dann sind hier am Mittwoch die Geschäfte geschlossen. Was? Was ist los? Er hat recht. Hier ist alles zu. Da drüben auch. Wir müssen mal fragen. Da der alte Mann. Frag ihn doch einfach. Einfach ist gut. Por favor, señor. Buenos días. Buenos días. Todo es cerrado. Hä? Todo es cerrado, no abierto. Ja? Versteht dich nicht. La tienda es cerrado. Sí. Por qué? Es feste. El día de María. ¿Cómo? Was hat er gesagt? No comprendo. Por qué es todo cerrado? Fiesta de Santa María. Santa María. Was sagt er?
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es ist Feiertag, irgendwas mit Maria. Muchas gracias. Gundula, frag ihn, ob man hier irgendwo Geld wechseln kann. Das kann ich nicht. Tja, ich habe aber kein spanisches Geld mehr. Por favor, señor. No cambio. Cambio. Dinero, alemán, dinero, español. Hoy no, es fiesta. Mañana sí. Was sagt er? Erst morgen wieder. Muchas gracias. Das ist wirklich ein starkes Stück. Wieso denn? Ein Feiertag, den kein Mensch kennt. Und die Ausländer können verhungern. Ohne dieses Olivenöl wäre es gar nicht so schlimm. Fürchterlich fett, aber ganz interessant. Vollkommen roh, aber schön viel Knoblauch. Nee. Que no traen? La cuenta, por favor. Ich gebe Ihnen einen Scheck. Und Schecke. Siehst du, er nimmt ihn nicht. Und jetzt? Aber er ist ein Kind. Ich habe mich doch extra bei der Deutschen Bank erkundigt. Spanien nimmt Euro-Schecks. Señor? Euro-Scheck. No. Lo siento mucho, pero cheques como estos no admitimos aquí. Aquí solo vale el pago al contado. Comprende? Was hat er gesagt? Er nimmt keinen Scheck. Siehst du? No tienen dinero en efectivo. Pesetas. No, señor, no. Solamente pesetas. Otra moneda no. Lo siento mucho. Ja, da kann ich ihm auch nicht helfen. Sag ihm das. Ich biete ihm doch tausendmal bessere Zahlungsmittel an als diese wertlosen Peseten. Sag ihm das. Also, was wollen wir? Will uns fänden? Tú tranquilo, señor. Formentera. Kein Problem. Si no tienen dinero, pueden pagar mañana o pasado mañana. O la semana que viene. A mí me es igual. ¿Comprende? No. Mañana. Was will er? Ich glaube, wir sollen morgen bezahlen. Mañana dinero? Sí, sí, o cuando ustedes quieran. Ja, wir können morgen bezahlen. Das ist ja toll. Also, das finde ich toll. Sag ihm das. Und vielen Dank. Vielen Dank. Mucha gracias. De nada, no hay de qué. Also morgen ganz bestimmt, das verspreche ich Ihnen. Gleich morgen früh, sagen wir 9.30 Uhr? Sí, sí, sí. Oder nein, besser 9.45 Uhr. Schön hier. Ein Traum. وكذلك ياخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذوله من طرف الكبار سواء اولياء او مربين كون كل عامل فيها حلقه بحقوقها وبواجباتها. Soll ich uns was zu trinken holen? Oder ein Eis? Wir haben doch kein Geld. Das halte ich hier nicht aus. Ich gehe schwimmen, kommst du mit? Jetzt habe ich mich gerade eingecremt. Los, schieß doch! Auf! Mann! Zu gefährlich?
Nee, zu schmutzig. Nee, sind doch bloß Algen. Aber bevor sie kamen, da war das hier alles spiegelglatt und sauber. Stimmt doch, Helke? Ich gehe da sowieso nicht rein in die Brühe. Nein, vielen Dank. An den Schmutz hier muss man sich sowieso gewöhnen. Ich weiß ja nicht, in welchem Hotel Sie wohnen, aber fassen Sie im Bad mal unter das Abflussrohr vom BD. Wetten, dass da seit Wochen kein Staubtuch gesehen hat? Aber was wollen Sie wetten? Carafe Sangria oder eine Flasche Tequila? Mag ich beides nicht. Mein ja bloß. Das wäre doch in Deutschland undenkbar. Schon, weil wir da gar kein BD haben. Genau, eine ganz andere Körperpflege. Oder schauen Sie sich doch mal den Strand hier an. Denken Sie, die machen hier mal sauber? Nee, da sind die viel zu faul für. Wir sind doch für alles zu faul. Los zum Kassieren nicht. Los zum Kassieren nicht. Buenas tardes. 100 pesetas, por favor. Siehste? Was will der von uns? Ich weiß nicht, ich glaube Geld für die Liegestühle. Tja, und was nun? Müssen wir eben die Liegestühle räumen. Quédese, por favor. 100 pesetas, nada más. Sag ihm doch, dass die Banken heute zu haben. Sag es ihm. Euer Fiesta. Sí, sí, media. Geht's um Kleingeld? Darf ich Ihnen vielleicht aushelfen? Oh, vielen Dank, das ist wirklich sehr liebenswürdig. Wir wollten nämlich vorhin etwas umtauschen, aber heute ist ja Feiertag. Morgen bekommen Sie es natürlich sofort zurück. Wussten Sie, dass heute Feiertag ist? Ja, hier ist doch alle Nase lang Feiertag. Da müssen Sie gar keine Rücksicht drauf nehmen. Im Restaurant vorhin, da wollten wir mit Euro-Scheck zahlen. Oder mit D-Mark Bar. Dickes Land. Aber der Wirt hat es ohne weiteres angeschrieben. Das fand ich wirklich sehr nett. Aber das war doch nicht nett. Sie gestatten doch. Komm, Elke. Nee, der ist doch einfach zu faul für den Euro-Scheck morgen zur Bank zu tragen. Ich kenne doch die Brüder. Aber da sehen Sie mal, wie gut es den Burschen schon geht. Die schwimmen doch im Geld. In unserem Geld. Das war reine Geld hier. Damit sie auch heute Abend wieder beim Essen. Also ganz raffinierte Werbung. Komm doch hierher, Sonja. Denen jedet nehme ich ja nicht so gut, Rolf. Die haben uns bitter nötig. Und darum schmeicheln sie sich bei uns ein. Das ist doch klar. Wir sind hier natürlich unwahrscheinlich beliebt. Ich würde mich da an Ihrer Stelle ja nicht mehr sehen lassen. Na, heute Abend erstmal wieder lecker was essen. Natürlich für umsonst. Na klar, wenn die hier so dämlich sind. Stefan, wir gehen! Was ist das heute eigentlich für ein Feiertag? Keine Ahnung. Darf man sich gar nicht drauf einlassen. Sehen Sie, ich lasse hier gerade eine neue Bungalow-Siedlung bauen. Schönes Projekt. Drüben an der Steilküste. Kommt da doch gestern Abend der Polier in die Bar und sagt mir, heute wäre Feiertag. Ich nicht faul? Okay, sage ich. Nix Arbeit, nix Peseten. Was meinen Sie, wie dieser Mörtel Franco heute spurt? Seit früh um 8, aber Volldampf. Sogar mit Überstunden für die Leute. Bis abends um 10. Wie schön. Ist ja erfreulich, was, Gundula? Ich kann Ihnen die Baustelle ja gerne mal zeigen. Ganz unverbindlich natürlich. Als Vorzugsinfo. Sagen wir Sonntag 18 Uhr vor der Kirche? Dann brauchen Sie mir die 100 Piepen nicht extra ins Hotel zu bringen und sparen auch noch Benzin. Stefan, komm jetzt! Wir fahren! Also, bis Sonntag dann. Und vielen Dank nochmal. Ich glaube, die wollten auch noch was für ihr Abendbrot schnurren. Ich finde nicht, dass Ramon recht hat. Wenn diese Siedlung hier weitergebaut wird, dann werden wir alle nur Schaden haben. Sie werden mit ihren Autos über unsere Felder fahren, die Mauern einreißen und die Schafe erschrecken. Wir werden die Luft verpesten, unsere Feigen stehlen und unsere Söhne und Töchter verderben. Und wie ist es mit dem Geld, das diese Fremden bringen? In welche Taschen fließt es? In eure? Und welche Handwerker bauen diese Siedlung? Welche Kaufleute werden hier die Restaurants beliefern? Wer sind die Besitzer der Souvenirgeschäfte? Ihr? Eure Familien? Nein. Alles Ausländer oder Leute vom Festland. Und wir? Wir haben von dieser Siedlung nur den Müll und den Gestank und den Lärm und die Plastiktüten und die Scheiße. In der ganzen Gegend verstreut und im Meer.
denn sie versauen auch das Meer, sodass es uns bald keine Fische mehr gibt. Also, ich bin Fischer. Ich bin gegen diese Siedlung. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich nicht. Ich weiß noch nicht. Ich bin dafür, dass wir alle hingehen, wenn es dunkel ist, und uns diesen Neubau zusammen ansehen. Zum Zähneputzen Mineralwasser nehmen, hört ihr? Auf keinen Fall dieses Zisternenwasser. Mein Gott, tun mir die Schultern weh. Aber bloß kein Sonnenschutzmittel nehmen. Was ist denn hier los? Ich habe keine Lust, im Tiefschlaf überfallen zu werden. Und du meinst, das kann dir passieren? Und die Schritte vergangene Nacht? Mein Gott, Harald! Und du meinst, sie kämen hier rein? Ins Haus? Mit einer Axt? Ohne weiteres. Au! Oh. Verdammt! Au! Oh. Ich weiß, wo Dynamit liegt. Bloß ich selbst kann es nicht machen. Aber ich weiß, wo welches liegt. Ich glaube, wir sollten einen Brief an den Bürgermeister schreiben, dass Ausländer hier keine Siedlung bauen sollen. Und in einer Woche treffen wir uns wieder und unterschreiben alle. Einheimische und Fremde, die hier leben. Und die nicht schreiben können, die machen einen Fingerabdruck. Dies ist unser großes Freizeitzentrum. Mit allen Schikanen. Auf der Basis von Eigentumswohnungen. Mit einer Rendite aus ganzjähriger Vermietung natürlich. Aber dieses erwähnte Vorzugsangebot gilt leider nur noch bis zum Ende dieses Monats. Allerdings haben wir leider nur noch ein einziges Apartment mit Mehrblick frei. Alle anderen sind schon verkauft. Wir können es Ihnen ja schnell mal zeigen. Da, was heißt das denn? Wo? Ach, das da. Gar nichts. Das sind so Sauereien von den Maurern. Das heißt doch aber nicht noch mehr Hotels. Das wird ja hier auch gar kein Hotel. Kommen Sie. Ja. Wie die gucken? Na, ihretwegen, ist doch klar. Die können gar nicht abwarten, dass hier mal ein bisschen Leben in die Bude kommt. Die sehen aber eher feindselig aus. Das ist doch nicht feindselig. Das ist menschenscheu, irre schüchtern. Hallo! Sehen Sie? Die haben Hemmungen vor Ihnen. Mucha calor. Sí. Wie die dastehen. Das hat was Drohendes. Das ist mein Freund Pedro, der Fischer. Der kommt jetzt gerade vom Fischfang zurück. Kann man da mal mit? Ich red mal mit ihm. Hat deine Mutter schon mal Fisch bei ihm geholt? Nee. Kriegt man den da gratis? Nee, warum? Sind deine Eltern geizig? Weiß nicht. Wir essen ja Fleisch. Hoffentlich kein Schweinefleisch. Wieso? Bist du Jude? Nee. Im Moment wütet hier bloß die Schweinepest. Wie geht das denn? Die Schweine werden alle notgeschlachtet. Und das kranke Fleisch? Das wird an die Touristen verkauft. Oh, geil. Darfst du aber ja keinem sagen. Kannst du dicht halten? Na klaro. Deinen Eltern kannst du natürlich Bescheid sagen. Wir sind ja auch keine Touristen. Eben. Wie sind denn deine Eltern sonst? Gibt's Schlimmere. Geben sie dir wenigstens ein bisschen Geld für die Ferien? Was ich brauche, habe ich. Hm? Nee, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ist gerade gut. Magst du Joghurt? Nur ohne Früchte. Bei mir kriegst du selbstgemachten zum Frühstück. Wenn du mich mal besuchst. Ich zeig dir dann meine Kulturen. Du lebst du von sowas? Ich meine. Nee, du. Ich habe hier so viele Freunde auf der Insel. Und wer gerade was hat, der lädt mich ein.
Und sonst? Sonst? Sonst braucht man hier nicht viel. Sieht doch die Hose aus. Hier macht jeder, was er will. Badehosen tragen hier nur Touristen. Du könntest du mir einen Mofa besorgen? Also zu mieten. Ich meine, günstig. Okay. Komm heute Abend zu mir. Hallo! Aufstehen! Die Sonne scheint! Was wollen Sie? Sie besuchen! Ich bin Ihre Reisebetreuerin! Kleinen Moment! Wir kommen gleich! Nur die Ruhe! Wir setzen uns so lange auf die Terrasse! Guten Morgen, Herr Dr. Mutschmann! Ausgeschlafen! Ganz, ganz herzlich willkommen in Formentera! Ich freue mich, dass Sie doch noch gekommen sind. Wir hatten Sie schon fast aufgegeben. Wir sind schon eine ganze Woche hier. Na wunderbar, wie die Zeit vergeht. Aber Ihren Terminkalender müssen Sie hier mal beiseite lassen. Ich heiße Cordula Mücke. Angenehm. Bevor ich es vergesse, das Haus ist von Ungeziefer total verseucht. Mücken, Tausendfüßler, Ohrwürmer, Eidechsen, Spinnen. Gar kein Problem. Sie kaufen sich in der Apotheke einen Spray fürs Haus und einen Spray für die Haut und das Problem ist gelöst. Ist Ihre Frau krank? Sie kommt sofort. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Für mich einen Campari mit Orangensaft, Geres Beberdalgo. No. Und ein Gin Tonic für Pepe. Ein Krach hier am frühen Morgen. Das ist unser Stefan. Das ist unsere Reiseleiterin. Hallo, wo gibt es hier eigentlich einen Zahnarzt? Oh, das ist überhaupt kein Problem. In Ibiza ist eine ausgezeichnete Poliklinik. Da kann man einfach hingehen, ohne Voranmeldung. Also, auf Formentera gibt es überhaupt keinen Zahnarzt? Wozu denn? Bei einer so ausgezeichneten Poliklinik in Ibiza? Ja, ein bisschen weit. Und Zahnschmerzen mit Seegang? Vielen Dank. Guten Morgen, Frau Mutschmann. Ausgeschlafen. Ganz, ganz herzlich willkommen in Formentera. Na, ist dieses Haus nicht ein Volltreffer? Leider kann ich Ihnen nur warme Getränke anbieten. Der Kühlschrank ist kaputt. Na, das trifft sich doch wunderbar. Pepe, dice que el frigorifico no funciona. Gar kein Problem. Pepe ist ein Schatz. Mein Klo geht auch nicht. Eins nach dem anderen, Stefan. Jetzt repariert er doch erstmal den Kühlschrank. Nicht? Ja. Und sonst? Warum hat dieses Haus eigentlich keine Eisentüren? Warum sollte es welche haben? Oder wenigstens Eisengitter. Ich meine, bei dieser einsamen Lage, das schreit hier ja geradezu nach Einbrechern. Aber dafür ist doch die Gaspistole da. Und wo soll die sein? Na, in der Nachttischschublade, wo sie hingehört. In diesem Haus gibt es gar keine Nachttischschubladen. Außerdem, wenn ein Einbrecher so ein Ding sieht, schießt er doch sofort. Echt? Da müssen Sie eben schneller sein. Aus nächster Nähe direkt ins Gesicht zielen. Da ist der Gegner erst einmal kampfunfähig. Man merkt, dass Sie meinen Begrüßungsvortrag verpasst haben. Que pasa? Habían cerrado la botella del gas. Ja, dann kann der Kühlschrank auch nicht funktionieren. Sie hatten das Gas abgestellt. Ja, und warum wohl? Weil es immer ausströmt. Natürlich strömt es aus. Sie machen den Durchlauferhitzer an, weil sich Ihr Mann rasieren will. Sie lassen Tür und Fenster offen, ein kleiner Luftzug, die Flamme geht aus und das Gas verbrennt nicht mehr, also strömt es aus. Da müssen Sie schon besser aufpassen, war es nicht so? Das zweite Mal nicht. Gar kein Problem. Diesen Kern cerrado la botella porque había escape de gas. Pip ist ein Schatz und er kann einfach alles. So, weiter. Sonst noch Probleme? Ja, ich gehe erst mal schwimmen. Ein kleiner Dickkopf, süß. Hier bringe ich Ihnen übrigens Ermäßigungsscheine für unsere Barbecue-Party, weil Sie ja beim Begrüßungscocktail leider gefehlt haben. Ich hoffe, diesmal kommen Sie aber. So, also das wär's. Dann will ich mal nachschauen, was Pepe Gutes in der Küche macht. Ah, der Schlauch ist brüchig. Immer gleich ein scharfes Küchenmesser nehmen und das brüchige Stück einfach abschneiden. Selbst ist der Mann, gar kein Problem. Vielleicht können Sie ihm auch sagen, dass aus beiden Duschen kein Wasser kommt. Das kann gar nicht stimmen. Ah, er hat schon verstanden. Aua! Natürlich pumpen wir. Trotzdem. Mucho, mucho, mucho. Klar, das Depot muss immer voll sein. Also pumpen, pumpen, pumpen. Druck muss sein. So,
Pietro! Noch eine Frage. Aber ganz schnell, ich betreue schließlich nicht nur Sie. Ja, Entschuldigung, aber die Postzustellung scheint nicht zu klappen. Ich erwarte dringend einen Brief von meiner Firma. Ja, dann fragen Sie doch mal auf der Post. Die sind ja furchtbar nett, die Jungs. Soll das heißen, das Haus hat überhaupt keine Postzustellung? Also Kinder, mit solchen Ansprüchen, da hätten Sie schon zentrale Lage mieten müssen. Und nicht das hier, am Arsch der Welt. Also Entschuldigung, aber der arme Briefträger. Zeitung für Büsing. Okay. Zeitung für Büsing. Zeitung. Sondermarken. Zeitung. Nachsendeantrag für Büsing. Sondermarken. Schön. Bunt. Entschuldigung, spricht hier jemand Deutsch? Ja, Deutsch sprechen wir alle. Spricht hier jemand Spanisch? Kassler. Kassler. Kann ich mal kosten? Kosten, mal kosten. Kassler. Hier, Rippe. Kassler. Die verstehen ja wirklich kein Wort. Lorenz Handelöhre, was die für Marmelade? Herr Handschuh, komm noch mal. So, und jetzt werde ich Ihnen mal sagen, wie man rechnet. 87 und 23 sind 110 Pesseten und nicht 111. 110, verstanden? Sie. If there is any... Ale bardzo bardzo mu się o nim wyraził, ale przy kobietach nie myślę. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo es hier gute Batterien gibt? Nee, das tut mir leid. Aber wie machen Sie es denn mit Ihrem Radio? Ich hab keins. So, naja, oder mit Ihrem Fernseher, egal. Aber ich auch nicht. Sie haben keinen Fernseher? Nein. Ja, tierisch. Aber Sie hätten sich ja gern. Ich meine, also er fehlt Ihnen schon irgendwie. Überhaupt nicht. Aber zum Beispiel die Tagesschau. Oder Sport. Oder mal einen Film. Interessiert Sie das gar nicht? Nee. Warum sagst du eigentlich Sie zu mir? Naja. Was interessiert dich denn? Pflanzen. Ach, ja und wie? Ich meine, züchtest du die? Also verkaufst du die? Um Gottes Willen. Ja, was dann? Ich gieße sie. Das ist alles? Das ist viel, wenn es monatelang nicht regnet. Und überhaupt, sich drum kümmern. Ach so. Ja, und abends? Ich meine, so ohne Fernseher. Was machst du denn abends? Mit Freunden reden. Also, wenn welche da sind natürlich. Und wenn keine da sind? Bin ich allein. Tierisch. Und wie ist denn das so? Komm doch mal. Kaputt. Ja, aber er war vor 3 Wochen beim TÜV. Kann sein. Formentera viel Polvo. Staub? Kann sein. Formentera ist nicht seco. In der Nacht alles viel nass. Kann sein. Ja, kann sein, aber... Kann sein. Formentera Straße nicht wie Hamburgo, nicht wie Repavan. Kann sein. Ja, das kann sein. Ja, und jetzt? Und jetzt? Wie lange in Formentera? Noch 14 Tage. Kann sein, ist gut. Morgen Alemania. Und gestern hier kommen Fragen. Was? So lange dauert das? Aber wir brauchen den Wagen ganz dringend. Was machen wir denn so lange? Kann sein, Fahrrad. Alemania, viel Sport. Oder Autostop. Ich denke, das findest du schön. Ja, Bart, aber nicht unrasiert. Das kratzt so und sticht. Man kann sich hier nicht rasieren. Nein, mach dir ja keinen Vorwurf. Was machst du? Ich mache Licht. Wo sind die Streichhölzer? Weiß ich nicht. Bitte sei jetzt nicht sauer. Dann lebt man das ganze Jahr wie ein Mönch, weil einem der Stress fast kastriert. Aber das macht alles nichts, denn bald fahren wir in Urlaub. Und im Urlaub ist alles in Ordnung. Im Urlaub findet das deutsche Geschlechtsleben statt, von wegen. Im Urlaub findet überhaupt kein Geschlechtsleben statt. Im Urlaub haben wir ja Sonnenbrand, Hitzepickel, Mückenstiche, Allergien, Neuralgien, Migräne, Sonnenstich, Darmbeschwerden und dann auch noch unrasierte Männer.
So sieht das Geschlechtsleben der deutschen Mönche im Urlaub aus. So! Ach. Sag mal, hast du eigentlich neues Petroleum gekauft? Nein, es ist ausverkauft. Ja, beim Toni. Nein, auf der ganzen Insel. Hör auf, mich zu blenden. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass du in allen Läden der Insel nach Petroleum gefragt hast. Weil jeder weiß, dass es zurzeit kein Petroleum gibt. Aber wenn du mir nicht glaubst, kannst du morgen gern alle Läden einzeln abklappern. Auch in Buchholz, in La Sabina, in San Fernando, auf der Mole, auf dem Kap. Was soll ich hier eigentlich noch alles machen? Aufhören, die Streichhölzer zu verschwenden. Sie sind feucht, das merkst du doch. Und das sind die Letzten. Die Letzten auf der Insel? Sind die vielleicht auch ausverkauft? Wieso sind die eigentlich so feucht? Hast du sie auf die Zisterne gelegt? Nein, die sind jeden Abend feucht. Weil es hier feucht ist. Weil die Luft feucht ist. Weil wir auf einer Insel sind, weil eine Insel mitten im Meer liegt, weil das Meer aus Wasser besteht und Wasser ist voll! Hör auf! Hör nur auf! Du bist schon ganz schön braun. Toll! Dafür gibt's in Hamburg an jeder Ecke ein Solarium. Die sollen aber sehr ungesund sein. In der Sonne liegen ist auch sehr ungesund. Wir leben überhaupt sehr ungesund in diesem Urlaub. Sag mir nicht, das Wasserpumpen ist sehr gesund. Ist das schon. Aber wie wär's mal mit spazieren gehen? In dieser Hitze? Auf diesen Wegen? Und öfter schwimmen? Sehr gerne. Kann man zurzeit ins Wasser gehen? Nein. Heute ist es zu stürmisch. Und gestern war es auch zu stürmisch. Und vorgestern war es voller Plastik und Müll. Und vorvorgestern war es auch voller Plastik und Müll. Und am Tage davor, da hatten wir Quallen. Ja. Und sonst war es immer sauber und ruhig. Aber viele fahren hier ja Fahrrad. Oder segeln. Und surfen. Wer das mag, Spitz heiraten sollen. Nein, ich muss nicht segeln und surfen. Ich muss mal unter Leute, mal lachen. Hier ist es ja wirklich trist auf die Dauer. Und langweilig. Schön, wo hast du die her? Geschenkt bekommen. Hoffentlich ist die auch sauber. Was sind das eigentlich für Plastiktüten hinterm Haus? Unsere Abfälle. Der Müll, warum? Die stehen jetzt schon über eine Woche da. Ja, es kann nicht mehr lange dauern. Womit? Na, mit der Müllabfuhr. Ach so, ich dachte, du wartest vielleicht auf Ratten. Da waren nämlich gestern Abend zwei dran. Warte mal! Meine Teufelserfindung! Was ist denn? Na, Fahrräder ohne Rücktritt, was ist denn? Wir müssen nebeneinander fahren. Na, ein bisschen schwierig, was ist denn? Dein Müll stinkt so mörderisch in dieser Hitze, ich halte es hinter dir wirklich nicht aus. Diese Steine! Diese Steigung! Aber wenn es nicht hilft... Dann gehe ich morgen zum Zahnarzt nach Ibiza. Nein, dann gehen wir zu einer alten Bäuerin. Die hat noch bessere Kräuter als ich. Aber da läuft man ungefähr 2 Stunden. Hast du kein Mofa? Nee. Oder Auto? Bist du wahnsinnig? Aber bei anderen mitfahren? Nie. Also komm. Wenn ich dir jetzt sage, los, komm, wir fahren in die Fonda. Oder zu deiner Bäuerin. Ich nehme dich hinten auf mein Mofa. Würde ich nicht machen. Ja, weil du Schiss hast. Nee. Weil ich dagegen bin, dass es hier sowas gibt. Und? Wenn du es mal eilig hast, hä? Ich hab's nie eilig. Oder wenn du schwer zu tragen hast. Dann trag ich schwer. Hier, nimm. Aber nicht gleich runterschlucken. Salut. Un momento, señores. Pero qué hacéis? Es que pretendéis echar...
sacarme las bolsas de basura aquí en mi basurera. ¿No veis que estos son unos cubos familiares? Sois unos idiotas, unas cabezas calientes del sol. Marchaos hacia San Francisco, que allí encontraréis... Also bei uns in der Pension klappt gar nichts. Also wollen wir sagen, die Haken für die Waschlappen, ne? Also die fallen regelmäßig runter. Heute Morgen sogar der Handtuchhalter. Bloß vom Anfassen. Ja, das ist typisch. Mich würde mal interessieren, wer hat Zahnputzbecher im Bad? Wir nämlich nicht. Wir ja, aber keine Tischwäsche. Wonach riecht das hier plötzlich? Da drüben verbrennt einer seinen Müll. Aha. Verbrennst du auch deinen Müll? Das macht hier jeder. Warum? Du, bei uns hat es heute fürchterlich nach der Sickergrube gestunken. Ja, beim bestimmten Wind. Der drückt dann den Geruch durch die Rohre wieder zurück. Ist aber nicht so schlimm, nicht? Hat aber unwahrscheinlich gestunken. Ich meine, echt ekelhaft. Scheiße ist doch nicht ekelhaft. Ist aus deinem Körper. Bist du... Und du? Ich meine, hast du hier ein Klo oder wie? Da drüben die Opuntien. Opuntien? Die Kakteen da. Das ist hier das natürliche Klo. Bei allen. Irre. Und sticht das nicht? Kannst es ja mal probieren. Also in unserer Badebucht, ne? Da badet jeder grundsätzlich, wie er will, ne? Meist ein FKK, ne? Ist auch nicht so bald. Bloß da kommt in letzter Zeit ein Spanier. Der badet auch immer nackt. Unsere Nachbarn haben schon gesagt, das ist kein Spanier, das ist ein Spanner. Aber wir ignorieren ihn alle. Sind einfach gar nicht hin. Das ist das Allerbeste, was sie tun können. Ja, wirklich. Die Spanier sind einfach noch nicht so weit. Ich unterschreibe. Aber ich glaube, dass sie die Siedlung trotzdem fertig bauen werden. Und haben Sie das Hotel an den Salinen gebaut? Den Golfplatz auf dem Kap? Den Flugplatz für Hubschrauber? Nein. Das alles haben Sie nicht gebaut, weil wir mit unseren Unterschriften dagegen protestiert haben. Ja. Und was haben Sie trotzdem alles gebaut? Aber gestern habe ich auch mal was Nettes erlebt. Oh. Doch, doch. Ich habe anderthalb Stunden mit meiner Schwägerin in Leverkusen telefoniert. Oh. Und wissen Sie, was das gekostet hat? Keine einzige Pesete. Wieso? Nein, die Münzen im Automat sind einfach nicht durchgefallen. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Aber die Schlange draußen war ja dann doch schon zu lang. Die Spanier sind ja jetzt alle ganz verrückt aufs Telefonieren. Zu niedlich. Da hätte ich gar keine Rücksicht drauf genommen. Nee. So eine gute Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder. Den Spaniern mal wieder etwas abknöpfen von dem guten Geld, was wir hier importieren. Das stimmt. Was kriegen wir denn von denen? Aber das war mal wirklich was Schönes. Ich glaube nicht, dass das genügt. Wir müssen auch beschließen, dass keiner mehr Grundstücke an Fremde verkauft. Das genügt auch noch nicht. Wenn wir Geld hätten, müssten wir alles wieder zurückkaufen. Was wir den Fremden hier verkauft haben, alles wieder zurück. Satellit. Ich müsste eigentlich nach Hause. Wie spät mag es sein? Keine Ahnung. Soll ich mal nachschauen? Wo hast du deine Uhr? Ich hab gar keine. Und wenn du mal wissen musst, wie spät es ist? Muss ich nie. Ich meine, wenn du eine Verabredung hast. Wenn ich komme, bin ich da. Aha. Und wann gehst du schlafen? Na, wenn ich müde bin. Bist du schon müde? Gehe ich denn schon schlafen? Und aufstehen tue ich, wenn ich wach werde und essen, wenn ich Hunger habe. Das finde ich toll. Und Liebe mache ich, wenn ich Lust dazu habe. Also, wenn jemand da ist, der mir gefällt. Soll ich jetzt gehen? Nein.
Die Straße ist zu belebt, wir werden beobachtet. Das ist mir wurscht, wenn die hier keine Müllabfuhr haben. Deswegen können wir stinkenden Abfall nicht einfach auf die Straße stellen. Gerade weil er so stinkt, wir müssen ihn endlich loswerden. Warte! Gundula! Ich hab doch kein Licht! Ja, dann komm! Du hast übrigens kein Rücklicht! Zu lebensgefährlich bei der hiesigen Verkehrsmoral. Es ist auch zu windig. Das machen hier aber alle so. Was machen hier alle so? Na, selbst ihren Müll verbrennen. Das besagt noch gar nichts. Ein Fidibus wäre jetzt das Richtige. Wir sind übrigens eingeladen. Nächste Woche bei Anna. Die wohnt hier in der Nähe. Also ein Fest mit Einheimischen und Künstlern. Ich glaube, das wird ganz toll. Ich glaube, ich gehe nicht wieder mit zurück nach Hamburg. Ich bleibe hier. Mensch, es brennt! Wasser los! Hol Wasser schnell! Wir brauchen die Feuerwehr! Ruf doch mal die Feuerwehr! Wie ruft man denn hier die Feuerwehr? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich glaube, ich hole doch noch ein bisschen Wasser. Ich brauche kein Wasser, ich brauche einen Feuerlöscher. Was ist? Ja. Ich brauche einen Feuerlöscher und elektrisches Licht. Und meine Badewanne und meinen elektrischen Rasierapparat. Und ich brauche meine Müllabfuhr. Und mein Auto und mein Telefon. Mit dem Notruf. Für Feuerwehr und Überfall. Das Schauspiel hat. Immerhin hat er da ganz neue Besuchergruppen erschlossen. Zielgruppen. Nein, die Schwellenangst hat er abgebaut. Die Schwellenangst. Mich interessiert nur seine Ästhetik. Und die ist doch sehr pubertär. Aber sie provoziert, weil sie so unwahrscheinlich engagiert ist. Ich bin wahnsinnig gespannt. Nun kommt doch mal zu den Spaniern, Kinder. Die singen doch schon die ganze Zeit. Ich finde nur, dass er überhaupt kein Feeling für Frauen hat. Schon, aber als Bühnenbildner hat er einen Organisten engagiert. Und das finde ich schon wahnsinnig aufregend. Ja, aber nur, weil die Kirchenmusik dadurch eine Chance bekommt, ihr Umfeld zu dokumentieren. Kirchenmusik war für mich ein ganz prägendes Kindheitserlebnis. Kirchenmusik hat eine ganz bestimmte Nuance von Rosenholz im Advent. Rosenholz hat für mich viel mehr mit Pfingsten zu tun als mit Advent. Ich meine als Kind. Wenn nicht sogar schon prägt. Ich verbinde Rosenholz immer mit Mohammed. Ich weiß gar nicht warum. Stefan, ich verbinde alles mit Mohammed. Alles. Hola, ¿qué tal? Die Alicia, komm mal. Was ich mir wünschen würde, dass Bernstein mal ein Musical über Familie schreibt. Ja, toll. Eine Stefan, aber ob er den Mut hat? Schreiben Sie ihm doch einfach. Er antwortet Ihnen bestimmt. Bernie antwortet mir auf aber ich könnte... Neumeier natürlich. Gibt es noch einen? Stefan! Seitdem es Pina Bausch gibt, kann ich Neumeier nicht mehr tragen. Ich bekomme Migräne. Stefan! Und
mis amigos dicen que les gustan mucho vuestras canciones. Wieso? Ich liebe meine Träume. Ich auch. Aber man kann auch Angst haben. Na, gnädigste, wie ist es in Formentera? Oh, ganz toll. Wirklich toll. Der Gemahl hat sich an die Wege gewöhnt. Mir versprochen, das hat er. Und ich glaube, erst recht. Wen mögen Sie dann? Dein Bengel ist genauso süß wie du. Ich mag nur Wälder nicht. Den müsste man verfilmen. Aber schwarz-weiß. Eine tolle Idee. Aber wer hat schon den Mut dazu? Jean-Gaulliste. Jean-Gaulliste? Ja, sûr. Le coco à Moscou. Voilà, voilà. Tout de suite, les cocos à Moscou. Mais bien sûr. C'est trop facile. Mais on n'est pas des Français, vous êtes mousquetaires. Voilà, tu es là, tu défends, tu défends le pays. C'est toujours la même chose. Avec les communistes, nous, on fait une entente. Klaus, das finde ich so toll, dass Sie gekommen sind. Freut mich wahnsinnig. Wie sich mit der Finanzierung von verfilmten Monografien beschäftigt. Bon, on fait du commerce avec eux, tu crois qu'ils vont nous taronner? Demande. Demande ce qu'ils disent. Lui, je t'en parle, ce qu'il va dire. Je sais d'abord. Voyez, qui a tout gâté. Sie sollten lieber Ludendorff verfilmen. Ich wüsste, wer die Mathilde Ludendorff spielt. Hola! Hallo, Schicula! Ja, toll! Eine tolle! Freue mich, die hätte auch den Mut. Sie ist ja toll aus. Wieso duzen Sie mich? Aber ich duze alle, die ich mag. Und ich mag alle. Besonders dein Sohn, du. Der ist ganz süß. Der ist überhaupt nicht süß. Doch. In dem Grund ganz Ah, der ist ja Mufti. Den muss ich dir vorstellen. Mufti, komm doch mal. Das ist ein sehr begabter Bilder aus Düsseldorf. Er konzentriert sich ganz auf soziale Themen in Olivenholz. Das interessiert mich nun gerade überhaupt nicht. Mufti, das ist der Daddy von Steve. Claro, wir kennen uns schon lange. Sie kennen mich überhaupt nicht. Ach, Kinder, kommt. Lasst uns zu den Spaniern gehen und ein bisschen zuhören, ja? Nein, mir geht das Geplärre schon hier auf die Nerven. Das ist aber uralte Folkmusik mit maurischen Einflüssen. Na und, ich singe denen ja auch nichts vor. Ja, warum eigentlich nicht? Ach, das ist eine tolle Idee. Los, kommt. Señoras y señores, ese amigo alemán quiere cantar una canción muy típica alemana. Sie spinnen ja, kommt überhaupt nicht in Frage. Auf Wiedersehen. Gondola! Pepa! Lo siento, pero no se atreve. Bueno, no importa. Bailemos ahora, ja? Alle mal herhören. Würdet ihr alle mal hier rüberkommen? Catalina und Mariano tanzen jetzt einen typischen alten Tanz aus Formentera. Hm, kann man denn hier nicht mal richtig tanzen? Doch, gleich. Nun lass sie doch erst mal. Stefan! Stefan! Na du? Ich möchte wieder zurück nach Hamburg. Das sind Catalina und Mariano bei einem uralten Formenterenser Volkstanz. Mhm. Der auf einen phönizischen Kult zurückgeht. Auch auf diesem Künstlerfest? Ja, natürlich. Hat sie doch gerade gesagt. Und das da ist Anna selbst. Was die anhat. Ich finde es zauberhaft und origineller als vieles, was Frauen hier so anziehen. Und so laufen da die alten spanischen Bäuerinnen rum. Ach, du lieber Gott. Vorsicht, Friedhelm. Herr Dr. Mutschmann schwärmt vielleicht auch für diese Mode. Allerdings, Frau Basedow, Sie zum Beispiel würden in so einem Kleid sicher sehr eindrucksvoll aussehen. Wir beide beim Radfahren. In der Hitze? Gerade. Man muss im Urlaub auch mal was für den Körper tun, nicht bloß immer in der Sonne liegen. Komisch. Sehr braun sind Sie wirklich nicht für 4 Wochen Mittelmeer? Das war auch gar nicht unser Ehrgeiz, Frau Riedesel. Zum Braunwerden brauche ich nämlich keine Spanienreise, da gehe ich hier um die Ecke ins Solarium, wie so mancher von uns, nicht wahr? Ah, ich verstehe, Mutschmann. Für Sie war das Ganze eher eine Kultursache, ein Bildungserlebnis. Habe ich recht? Richtig, da fällt mir ein, wir haben so eine kleine Schallplatte mitgebracht, mit diesen sagenhaften Gesängen, die es da gibt. Total phönizisch, die muss ich Ihnen einfach mal vorspielen. Moment. Und Kirchen wahrscheinlich, das kennt man ja. Kirchen und Klöster und nochmal Kirchen, stimmt's, Herr Dr. Mutschmann? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Pausenlos in irgendwelche Kirchen zu rennen, hat überhaupt nichts mit Kultur zu tun. Sondern was hat mit Kultur zu tun? Das will ich Ihnen gerne sagen.
Das Leben eines anderen Volkes kennenzulernen, sein Brauchtum, seine Sitten, seine Denkgewohnheiten selber nachzuvollziehen, sie wirklich mitzuerleben, sich einem anderen Kulturkreis völlig einzuverleiben. Deswegen fährt man ja hin. Und das war das große Erlebnis dieser Reise. So. Achtung, jetzt hören Sie gleich Originalmusik direkt aus Formentera. Tja, dann hat es Ihnen also auf dieser winzigen, abgelegenen Insel rundum gefallen? Oder? Es war ein Traum, ein ganz unvergesslicher Urlaub. Ohne jede Einschränkung. Ein Tag schöner als der andere. Ja, wirklich, ein ganz, ganz großes Erlebnis. Na, schauen Sie mal. Nächstes Jahr fahren Sie nächstes Jahr wieder nach Formentera? Aber um Gottes Willen. Für nächstes Jahr denke ich an Afrika, Serengeti. Oder Safari. Man muss auch verstehen, sich zu steigern. Oder mit einer Karawane. Quer durch die Sahara.